Ich habe seit 40 Stunden nichts gegessen und ich habe auch nicht vor, es in den nächsten Tagen zu tun. Warum, erkläre ich euch jetzt. Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie und ich mache seit 40 Stunden ein Wasserfasten. Vielmehr trinke ich Wasser und Kräutertees und sonst nichts. Ich habe ja früher schon mal Saftfasten gemacht. Ich verlinke euch mal die Playlist mit dem Saftfasten unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. Ich habe mal ein 7-tägiges Saftfasten gemacht. Das war auch eine sehr spannende Reise und sehr interessant, aber mit sehr viel Aufwand verbunden. Und jetzt hatte ich die Idee, mal ein Saftfasten auszuprobieren. Die Idee kam mir relativ spontan und ich will euch mal erklären, warum. Ich war ja auf der Revolution in Berlin und bin, als ich auf die Revolution gefahren bin, musste ich einmal ganz schnell mit Gepäck zu einer S-Bahn rennen und bin an einer Treppenstufe umgeknickt und ich hatte nur Barfußschuhe an und habe mir dabei meinen Fuß verletzt. Dann habe ich 2 Tage auf der Messe gestanden in Berlin, dann wurde es immer schlimmer und am 2. Tag wurde es richtig schlimm. Dann habe ich erstmal keine Medikamente genommen, dann ist der Fuß ganz dick geworden. Dann habe ich gedacht, ja, legst ihn halt hoch, ernährst dich ja gesund. Und dann wurde das ganz schlimm und dann musste ich Diclofenac eine ganze Weile nehmen und sogar einmal Antibiotikum, weil sich da schon eine Entzündung quasi verbreitet hatte. Jetzt ist das wieder so gut wie weg. Und ich hatte mich aber entschlossen, weil es noch nicht ganz weg war, es hatte echt ewig gedauert, mal eine Reinigung durchzuführen, ja, mich selbst zu heilen. Und das geht immer am besten, wenn man halt nichts verdauen muss. Irgendwann fängt der Körper bei Fastenphasen an, sich selbst auch zu reparieren. Wenn euch das Thema interessiert, ich verlinke euch mal eine Seite, die heißt fasten.tv und darauf sind 2 Fastenkongresse mitgeschnitten mit allen Wissenschaftlern, die es weltweit so gibt, auch ganz viel auf Deutsch. Und da könnt ihr euch mal die Vorträge angucken. Vielleicht finde ich die Unterseite von 2013. Guckt euch am besten die Fachvorträge von 2013 an. Da ist auch der Professor Klaus Leitzmann mit dabei. Ein Wissenschaftler, der an der Charité das Fasten erforscht. Und die sagen auch alle, dass der Körper sich quasi dann selbst regenerieren kann. Ich habe jetzt 40 Stunden nichts gegessen, nur Wasser und Kräutertee getrunken. Und ich muss sagen, mein Fuß tut überhaupt nicht mehr weh. Das ist jetzt schon viel, viel besser geworden. Ich war gestern Abend sogar mal wieder auf unserem Mini-Trampolin und konnte ein bisschen Sport machen, was ich die letzten 6 Wochen nicht machen konnte. Und das Hungergefühl jetzt nach 40 Stunden wird schon so ein bisschen unangenehm, aber anders. Ich bin habe öfters jetzt auch Intermittent Fasting gemacht. Ich habe auch mal einige Tage mal wirklich mal 24 oder auch mal 36 Stunden gefasst, aber diese 36 Stunden bin ich bisher noch nicht hinausgegangen. Das ist so eine psychologische Schwelle, die man da hat und es geht, aber man muss halt immer nur genug trinken. Ich habe hier so eine Wasserflasche im Büro immer. Da trinke ich mal richtig große Schlucke und ich komme wahrscheinlich mal mit den Tees, die ich noch trinke. Ich habe so einen Brennnesseltee, einen Basentee jetzt nochmal gekauft heute Morgen. Komme ich wahrscheinlich so auf meine 5 Liter Flüssigkeit am Tag. Wie komme ich überhaupt auf diese Idee, dass Fasten gut ist? Ich habe zum einen ganz am Anfang unserer Rohkostzeit damals dieses Buch hier gekauft, Heile dich selbst von Markus Rothkunz. Das halte ich. Die letzten 4 Jahre habe ich das schon so oft in die Kamera gehalten. Ich finde, das sollte jeder, der Veganer ist oder der sich für Gesundheit interessiert, mal gelesen haben. Da steht halt auch drin, dass viele Krankheiten durch Fasten auch geheilt werden. Und er geht in dem Buch Heil dich selbst darauf ein, dass man halt auch zum einen Saftfasten machen kann, hauptsächlich mit grünen Säften. Oder auch das Kraftvollste ist halt wirklich dieses Wasserfasten. Und seine Story von Markus Rothkanz ist halt die, dass er nackt in die Wüste gegangen ist und hat da gefastet für 40 Tage und kam als neuer Mensch zurück. Ja. In den ganzen Religionen ist ja Fasten auch sehr verbreitet, wurde über die Jahrhunderte aber immer und Jahrtausende immer weiter aufgeweicht. Bestes Beispiel war im Christentum, da wurde ja wirklich diese 40 Tage auch gefastet bis Ostern. Und darauf hatten dann viele dann irgendwie keinen Bock mehr. Da wurde dann das Bier eingeführt und dann das Starkbier. Und dann wurde dann in Teigspeisen das Fleisch versteckt. Und dann wurde gesagt, dass Fische sind ja gar kein Fleisch. Und dann hieß es, alles was schwimmt,
darf man essen, und dann wurden die ganzen Biber ausgerottet in Bayern, weil die ganzen Leute Biber gegessen haben. Also, und heute ist von dieser Fastenkultur ja gar nichts mehr übrig geblieben. Ja. Ganz früher haben die Leute halt wirklich 40 Tage lang gefastet, um sich körperlich, aber vor allem auch emotional zu reinigen und halt zu Gott zu finden, wenn man an sowas denn glaubt. Ja. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, und ich habe, bevor ich jetzt angefangen habe mit meinem Wasserfasten, habe ich nochmal ein paar YouTube-Videos mit dem Dr. Rüdiger Dahlke gesehen. Der hat ein Buch geschrieben, das große Buch vom Fasten, und hier steht alles drin, was es so für Fastenarten gibt, was für Vorteile das bringt, welche wissenschaftlichen Untersuchungen es dazu gibt. Sehr, sehr interessant. In Berlin gibt es im Emanuel-Krankenhaus, heißt das, glaube ich, gibt es einen Forschungszweig, die sich mit der Naturheilkunde beschäftigen, und da wird das Fasten momentan erforscht. Und da hatten die auch nochmal Tests gemacht, dass Leute, die zum Beispiel eine Chemotherapie bekommen, entwickeln ja oft nach der Chemotherapie auch nochmal Krebs und vertragen die Chemotherapie nicht gut. Ob man jetzt Chemotherapie generell für sinnvoll erachtet oder nicht, muss jedem selbst überlassen bleiben. Es gibt auch verschiedene Krebsarten, da muss man das sehr differenziert betrachten. Aber es ist so, das haben die rausgefunden, wenn Leute während der Chemotherapie fasten, haben sie weniger Nebenwirkungen, ihnen geht es besser und sie entwickeln weniger Krebs danach. Es gibt Rattenuntersuchung, also jetzt getrennt von diesen menschlichen Probanden in Berlin. Ich glaube, der Dr. Lungo ist das in den USA. Und der hat Untersuchungen mit Ratten oder mit Mäusen gemacht. Die eine haben eine Chemotherapie bekommen, eine ganz starke, die andere auch. Die einen haben Essen bekommen, die anderen haben gefastet. Und die gefastet haben, haben dann überlebt, und die anderen sind dann gestorben. So viel zu dem Thema, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich habe ein Friedensevangelium der Essener mir mal gekauft. Das ist so ein ganz kleines, dünnes Büchlein. Ich verlinke euch mal die ganzen Bücher unten mal in der Infobox. Das ist sehr interessant. Das sind quasi so Schriften, die wurden gefunden, so zu Zeiten von Jesus Christus. Und da steht drin quasi eine Sekte, die durch Rohkost, Fasten und Einläufe sich geheilt haben oder die Leute geheilt haben, die krank waren. Sehr interessant zu lesen, nur relativ kurz geschrieben, aber da kann man sich schon vorstellen, wo diese ganzen Geschichten damals auch herkamen. Wenn man Wasser fastet oder überhaupt fastet, ohne Ballaststoffe zu sich zu nehmen, dazu gehört auch das Saftfasten. Die Alexandra fastet gerade vielleicht auch mit Säften. Das Problem ist bei Alexandra, dass sie oft so richtige Entgiftungserscheinungen bekommt, ganz schnell mal Migräne, wenn sie längere Zeit nichts isst. Deswegen, wir sind heute mal am Testen, ob das gut funktioniert. Sie trinkt heute mal Säfte, diesmal gekaufte frische Säfte, und versucht damit Saft fassen. Dann bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir machen darüber auch nochmal ein Video, vielleicht nächste Woche. Und da ist es ganz wichtig, wenn man keine Ballaststoffe zu sich nimmt, dass man Einläufe macht, also Darmspülungen mit Wasser. Oder auch mit Kaffee oder mit Kamillentee, das kann man machen, wie man möchte, um den Dreck oder die Reste aus dem Darm zum einen zu waschen, damit weiterhin eine Entgiftung, eine Verdauung stattfinden kann, auch wenn man nichts isst, und zum anderen, um dem Körper generell zu helfen, nicht sich zurück zu vergiften. Weil wenn was in den Darm kommt, von der Leber zum Beispiel, dann kann es sein, dass der Körper das wieder über die Darmwände aufnimmt, und dann kriegt man Kopfschmerzen, einem geht es nicht gut, wird schlecht. Und ich habe mir vorhin nach 36 Stunden mal einen Einlauf gemacht, weil ich dann 36 Stunden halt nicht auf dem Klo war und weil ich nichts mehr gegessen hatte und das Gefühl hatte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um quasi so den ersten Dreck mal rauszulassen. Ich werde wahrscheinlich morgen dann auch nochmal einen Einlauf machen, und dann wird es wahrscheinlich nur noch alle 2 Tage nötig sein. Ich will halt jetzt durch das Fasten gesund werden wieder, richtig. Ich hatte auch das Gefühl, ich war ganz schön übersäuert. Ja, ich musste auch diese Diclofenac nehmen, ganz schlimme Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt. Ich will halt einfach wieder diese Chemie aus mir raus haben. Ich möchte auch wieder jetzt parallel ein bisschen Sport machen. Viel kann man da nicht machen, weil man ja keine Kalorien zu sich nimmt. Der Körper greift dann auf die Fettreserven zurück. Da wird dann quasi die Ketose anfangen zu wirken. Also wird aus meinem Fett Ketonkörper gebildet, und daraus kann sich mein Körper ernähren, auch mein Gehirn. Ja, ich merke aber auch,
auch jetzt schon, mir fällt es ein bisschen schwierig, schnell und cool zu reden und mir gute Sachen auszudenken, weil ich ein bisschen langsam geworden bin. Bei diesen Fastenkuren, was hier auch in dem Buch drin steht mit dem Rüdiger Dahlke, ist es so, dass man morgens quasi einen Löffel Honig, den ich nicht esse, in einen Tee rühren kann. Ich würde empfehlen, einen Esslöffel oder einen Teelöffel Ahornsirup zu nehmen. Und das würde ich auch mitnehmen. Ich habe am Wochenende einen Drehtermin und da muss ich fit sein und auch schalten. Und falls ich dazu schlechte Laune bekomme oder halt nicht gut genug mehr schalten kann, dann würde ich einfach einen Teelöffel oder einen Esslöffel Ahornsirup mir in ein Getränk rühren und dann trinken. Und dann hat das Gehirn wieder genug Glukose, um zu funktionieren. Ja, so viel dazu. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal das Ganze hier dokumentieren. Es kann auch sein, dass ich es nach ein paar Tagen abbreche. Kann aber auch sein, dass ich es eine Woche mache. Kann auch sein, dass ich es 2 Wochen mache. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie es mir geht. Ich habe das halt noch nie gemacht. Wollte euch das jetzt einfach mal mitteilen, dass ich jetzt mal Wasserfasten ausprobiere. Ich finde es einfacher, als ich erst gedacht habe. Jetzt sind es, 40 Stunden sind schon her. Und es geht, ja, solange man genug trinkt, ist es ziemlich gut auszuhalten. Das Einzige, was halt nervt, ist, dass man nachts halt öfters mal auf Toilette muss. Das liegt daran, dass man ja keine Mineralien zu sich nimmt. Und wenn man keine Mineralien zu sich nimmt, auch kein Natrium, dann fängt der Körper, was ja gut ist, wieder an, das Wasser auch rauszulassen, was man vielleicht gespeichert hat, weil man zu oft salzig gegessen hat. Ich habe die letzten Monate relativ viel Salz gegessen. Das bedeutet, man trinkt abends, weil man Durst hat, viel Wasser, legt sich hin, nachts kann der Körper es aber nicht halten und dann muss man halt dann wahrscheinlich, ich wache immer so um 3 nochmal auf, muss mal auf Toilette, kann dann meistens aber bis morgens dann durchschlafen. Aber das ist das Einzige, was dann so ein bisschen blöd ist in der ganzen Sache. Ich finde es sehr spannend, ja, auch mal wirklich mal so einen richtigen Verzicht zu üben, um mal wieder so ein bisschen auch so spirituell mal wieder so ein bisschen geerdet zu werden. Ich habe die letzten Monate so viel gearbeitet, wir haben jetzt schon Mai, mir kommt es vor wie Januar. Wir fahren in knapp 7-8 Wochen in Urlaub. Und ich möchte jetzt nochmal vor dem Urlaub auch ein bisschen wieder geerdet werden, mal wieder mir überlegen, was wichtig ist. Ich habe vorhin noch was anderes machen wollen, was auf meiner To-Do-Liste stand, habe das aber gelassen, habe was anderes gemacht, was mir wieder mehr Spaß gemacht hat. Also für mich ist das jetzt auch einfach mal so eine Kur, auch was Psychisches, um mal zu sagen, was ist denn jetzt so wichtig in meinem Leben und welche Arbeiten gilt es voranzutreiben und welche gilt es vielleicht ein bisschen zu pausieren. Deswegen, ich liebe diese Videos und wir werden die auch weiterhin machen, keine Angst, aber ich habe gerade so viele Projekte am Laufen und muss jetzt mal so ein bisschen auch gucken, was macht mir richtig Spaß und was ist vielleicht etwas, was man auch abgeben kann. Vielen Dank fürs Zuschauen schon mal. Ich hoffe, das Video war irgendwie interessant für euch. Ich wollte nur mal meine Gedanken mal mitteilen. Was mich interessieren würde, habt ihr schon mal gefastet? Bei Instagram haben mich einige Leute schon angeschrieben. Instagram-Account findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt einfach hohe Energie suchen. Da mache ich auch mit dem Handy oft so kleine Vlogs in diesen Insta-Stories. Was mich mal interessieren würde, weil mir da auch Leute gesagt haben, dass sie das öfters machen, mindestens 1-2 Mal im Jahr. Habt ihr schon mal gefastet oder macht ihr Saftfasten oder macht ihr intermittierendes Fasten oder habt ihr auch schon mal wirklich so eine richtige Fastenkur gemacht, dass man nur Wasser und Kräuter Tees trinkt oder es gibt ja auch so Sachen mit Gemüsebrühe. Es würde mich mal sehr interessieren, was ihr so gemacht habt. Vielleicht, mir wurden auch schon ein paar Bücher empfohlen, ihr könnt mir gerne mal ein paar Buchtitel auch nochmal nennen. Es gibt da nicht so viel auf dem Gebiet und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz tollen Abend noch oder Tag oder Nacht, wann ihr auch mal das hier guckt. Gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr uns noch nicht kennt. Und ich empfehle euch mal einen Blick in die Infobox unten zu werfen. Da sind halt Links zu den Büchern, zu der Playlist mit dem Saftfasten und zu diesem Fastenkongress. Bis bald!